Und zum Abspann mit Dead Float gibt es nachher auf jeden Fall noch mehr Informationen. Stop and go, das kennt ihr wahrscheinlich. Ja, bin auf der Autobahn unterwegs, stand auch bis vor kurzem im Stau. Jetzt läuft es gerade so ein bisschen. Diesmal ein komplettes Kontrastprogramm zu den letzten Wochen. Ihr wart ja dabei, wir waren viel am Rhein unterwegs, haben da auch einige spannende Sachen erlebt, konnten auch ein paar Fische fangen. Ja, und jetzt kommt heute mal ein kleineres Gewässer dran, kleiner Fluss, wenig Strömung, hoffentlich mit Wallern drin. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich habe Bock auf Angeln. Das Wetter ist schön, Mitte Mai, warme Temperaturen. Und dann schauen wir einfach mal, was die schleimigen Kollegen zu unseren Ködern meinen. Jetzt bin ich auf dem Boot. Wie immer der schlimmste Part von der Session. Boot ausladen, aufpumpen, laden, losfahren. Das kennt ihr, das mag keiner, aber gehört halt dazu. Ich habe deswegen das aufblasbare Schlauchboot dabei, weil ich auf einem kleinen Fluss unterwegs bin, ohne die Möglichkeit, ein größeres Boot zu slippen. Solche Gewässer mag ich besonders gerne. Jetzt geht es erstmal an den Part Location machen und für euch vielleicht noch mal kurz der Tipp oder der Hinweis, wenn man an ein neues Gewässer kommt und sich überhaupt nicht auskennt, hat man ja immer die gleichen Dinge, an denen man sich orientieren kann. Das ist zum einen die Gewässerstruktur, also wie verläuft der Boden. Da gibt uns das Echolot auf jeden Fall immer gute Hinweise. Dann haben wir den Flussverlauf mit Kurven, mit Verengungen. Engnisse sind in der Regel immer sehr interessant. Dann haben wir die Gewässertiefe. Tiefes Wasser, flaches Wasser und die Wassertemperatur, die ist jetzt, wie ich das jetzt gesehen habe, überall ziemlich gleich. Und wenn man Strömung hat, dann auch die Strömung, aber hier habe ich eigentlich gar keine Strömung. Und wenn ihr hier hinten am Ufer guckt, ich bewege mich fast gar nicht. Echt krass, also das ist ja wirklich ein kleines Gewässer und ich habe jetzt hier gerade aufs Echolot geschaut, das ist hier knapp 6 Meter tief, ja. Also wirklich auch viel Holz am Boden, ziemlich zugewachsen alles. Und was mir jetzt auch direkt aufgefallen ist, wir haben hier schon eine Braunalge drauf, das ist eben das Problem bei den kleinen Flüssen mit wenig Strömung. Wenn im Frühjahr das erste Mal ein paar Tage die Sonne scheint, dann kommt die Braunalge, das Wasser färbt sich braun. Aus Erfahrung macht das für den Wels wenig aus, andere Fischarten sind da wohl ein bisschen empfindlicher. Aber beim Waller habe ich da eigentlich in der Vergangenheit keine großen Nachteile festgestellt. So, ich werde jetzt mal weiterfahren und wo wir genau angeln und vor allen Dingen, was ich vorhabe, das erkläre ich euch im weiteren Verlauf des Videos. Also bleibt gerne dran. Ja, jetzt bin ich hier ganz schön viel rumgefahren, bin ziemlich weit flussab und jetzt habe ich tatsächlich eine Ecke gefunden, wo ein bisschen mehr Strömung ist. Das finde ich gut. Ich habe eben auch vor, mit Deadbait zu angeln und Deadbait und wenig Strömung ist halt immer so eine Sache. Deswegen habe ich mir gewünscht, dass ich ein bisschen mehr Strömung finde. Das ist mir gelungen. Hier ist zwar deutlich flacher, aber das muss ja im Frühjahr nicht schlecht sein. Das Ganze werde ich hier auf zwei Arten machen. Ich werde eine klassisch mit U-Pose angeln, einfach wie wir sie schon oft besprochen haben, die Montage mit einer U-Pose davor. Und eine werde ich tatsächlich abspannen. Und zum Abspannen mit Dead Float gibt es nachher auf jeden Fall noch mehr Informationen. Das gefällt mir an den kurzen Sessions. Ich habe jetzt genau eine nach Zeit. Man braucht nicht viel Material. Es geht alles relativ schnell. Klar, Schlauchboot muss aufgeblasen werden. Geladen muss auch werden, aber alles andere dauert nicht lange. Und ich habe hier wirklich einen geilen Platz gefunden. Ist nicht viel Platz. Aber für mich und meine Liege und die zwei Buster-Routen wird es heute Abend auf jeden Fall ausreichend sein. Ich werde jetzt ein bisschen arbeiten, weil allzu lange Zeit habe ich nicht mehr. Es wird ja irgendwann auch dunkel und dann hoffen wir mal, dass wir heute Nacht Erfolg haben.
Und hier nochmal ein kleiner Tipp für euch, da haben wir ja schon in einem anderen Video drüber gesprochen. Kurzsession heißt immer gute Vorbereitung zu Hause, weil in der Regel ist das Zeitfenster nicht allzu lang. Jetzt ist es zwar mittlerweile schon früher, die Tage sind länger, aber es macht auf jeden Fall nichts, wenn man zu Hause schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wie zum Beispiel hier, seht ihr, Abreißsteine sind schon gebunden, Reißleine ist schon dran. Das ist für meine U-Posen-Montage und die abgespannte, die bedarf ja nicht viel Vorbereitung. Da kommt ein Ausleger an den Baum, dann fixieren wir die Montage und dann können wir sauber angeln. Und ihr könnt auch gerne jetzt an dieser Stelle direkt mal unseren Kanal abonnieren, sofern ihr das noch nicht getan habt. Da freuen wir uns immer. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Geht ihr auch bei wenig Strömung mit Deadfloat oder habt ihr da Alternativen? Angelt ihr da eher mit Wurm oder vielleicht noch mit was ganz anderem? Wie geht ihr da vor? Setzt ihr da auch die Deadfloat-Montage ein? Und vor allen Dingen, wenn ihr sie einsetzt, würde mich interessieren, wie ihr sie einsetzt. Jetzt ist die Sonne weg, es war vorhin echt schon ziemlich warm. Ich denke aber trotzdem, dass es heute Nacht noch ziemlich frisch wird. Also die letzten Nächte waren immer noch kalt. Und noch mal ein bisschen genauer zum Platz. Also ich habe ja gesagt, hier ist ein bisschen mehr Strömung. Und wir haben jetzt hier eine Gewässertiefe im Schnitt so von 1,50 Meter bis 2 Meter. Und auf der anderen Seite ist so ein richtiges Naturufer mit überhängenden Büschen. Und da an der Kante ist es ein bisschen tiefer. Da geht es dann teilweise sogar runter auf 3 Meter. Und mein Plan ist jetzt der, dass ich die Deadfloat, die ich abspannen will, schon versuche ein bisschen in die Strömung zu bringen. Beim Abspannen haben wir ja immer das Problem, dass wir es vermeiden sollten, über den Fluss drüber zu spannen. Deswegen muss ich mir jetzt hier am eigenen Ufer einen Busch aussuchen, den ich so anspannen kann, dass es zum einen von der Flucht her passt und aber auch, dass da noch genug Strömung ist, dass die Forelle, die tote Forelle, dann ein bisschen durch die Strömung bewegt wird. Ja. Ich möchte natürlich jetzt auch noch mal ganz kurz auf die Köder eingehen, die ich verwende. Ich habe es ja schon gesagt, ich angle komplett mit Deadbait. Und in den letzten Wochen haben wir ja einige Videos veröffentlicht, wo wir auf das Angeln mit Deadbait oder Deadfloat eingegangen sind. Wie man das montiert, hat euch der Sascha ganz ausführlich in einem der letzten Videos gezeigt. Ich setze euch gerne hier oben noch mal den Link rein, dann könnt ihr direkt mal auf das Video gehen und euch das auch anschauen. Deswegen will ich jetzt auf die eigentliche Montage vom Deadfloat gar nicht eingehen. Das müsste hinreichend bekannt sein. Aber ich sage noch mal ganz kurz etwas zu meinen Köderfischen. Und da kam in den letzten Wochen oft als Kommentar auf unsere Videos, wie das denn ist mit diesen Speiseforellen aus dem Supermarkt. Weil wir haben gesagt, man kann entweder sich Köderfische, Forellen in der Fischzucht kaufen, die einfrieren oder abschlagen und mitnehmen. Oder eben man kann, wenn man das nicht zur Verfügung hat, eben auch diese Forellen, diese Regenbogenforellen aus dem Supermarkt kaufen. Und genau solche habe ich jetzt hier dabei. Ihr seht das, ich lasse die mal hier aus der Verpackung raus. Und ihr seht, die ist aufgeschnitten und natürlich ausgenommen. Und jetzt zu eurer Frage, ob man jetzt bei so einer ausgenommenen Forelle aus dem Supermarkt den Bauch zunähen muss. Nein, das müsst ihr nicht. Die Montage funktioniert genau wie mit einer Forelle oder mit einem anderen Köderfisch, der nicht aufgeschnitten ist. Ihr müsst die Korksticks oben einlegen. Ich gehe mal davon aus, aufgrund der Größe hier von der Speiseforelle auf beide Seiten zwei Stück, also zwei Korksticks. Und dann sollte der Fisch einwandfrei schwimmen. Was ich eben auch noch dabei habe, das sind hier so eingefrorene Döbel. Die kann man ja wunderbar in diesen kleinen Flüsschen auch mit der Spinnrute fangen. Das ist jetzt einer, den hatte ich mir vor ein paar Wochen gefangen. Der war eingefroren, der ist auch noch ein bisschen steif. Aber der hat im Endeffekt genau die gleiche Größe wie auch unsere Forelle. Und mit dem Döbel geht das genauso gut. Also auch hier zwei Korksticks rein und dann funktioniert das genau wie mit der Forelle. Ich präpariere jetzt die Köderfische und dann kommt ihr mit zum Rutensetzen. Meine Montage für die Abspannrute sieht ganz simpel aus. Ich habe einfach ein ca. 1,20 Meter langes geflochtenes Vorfach. Ich habe 20-30 cm überhalb von dem Haken sitzt ein kleines 20 Gramm schweres Frontzonenblei. Und ich fische diese Deadfloat-Forelle jetzt hier beim Abspannen auch nur mit der Haarmontage. Ich bin der Meinung, wenn die Fische vernünftig beißen, wenn sie normal beißen, reicht die Haarmontage. Dann können wir auf den Drilling oder auch auf den Ghost Hook verzichten. Und
Die Forelle steht, obwohl sie jetzt abgespannt ist und aufgeschnitten ist und tot ist, optimal in der Strömung. Ich bin jetzt hier mit meiner Auslegeschnur so weit rausgefahren. Ihr habt es gesehen, ich habe sie im Baum festgebunden. Also ich bin so weit rausgefahren, dass ich gut Strömung habe, weil ich möchte ja, dass die tote Forelle sich an der abgespannten Montage ein bisschen bewegt und dafür sorgt die Strömung. Und es geht jetzt hier eigentlich, ich habe jetzt vom Schnurwinkel her trotzdem noch ausreichend Weite raus in den Fluss, sodass ich die Rute auch dann ans eigene Ufer stellen kann. Warum ich das so mache, habe ich schon gesagt. Für die U-Posen-Montage sieht das Rig auch ganz einfach aus. Ich habe eine 10 Gramm U-Pose, ein monophiles Vorfach und ich fische auch die U-Pose nur mit dem Haarrig. Ich habe es euch vorhin schon gesagt, ich gehe davon aus und hoffe, dass die Fische vernünftig nehmen und deswegen kann ich auf weitere Haken an der Forelle verzichten. Zum Material, also Ruterolle. Für so kleine Gewässer nehme ich ganz gerne die Buster 280 mit der kleinen oder mit der kleineren Buster Multirolle. Die Kombo ist super leicht und die Rute gibt auch noch bei mittleren und kleinen Fischen einen relativ akzeptablen Drillspaß. Was aber natürlich nicht heißt, dass man mit der Buster 280 keinen dicken Fisch fangen kann. Ja. Aber weil es einfach in der Kombo mit der Buster Multi so geil leicht ist, gefällt mir das für so kleinere Gewässer echt sehr, 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 sehr gut. It's all in our hands, this life of time. Let's give unto us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be. But found it is all in our hands, it is all in our hands. Hier ist er, der Fisch aus dem kleinen Fluss. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, wo kommt er her? Ich erkläre es euch kurz. Ich hatte alles vorbereitet. Kamera auf dem Stativ vorne in der Bootsspitze stehen. Und es war die Nacht leider doch noch ein bisschen kälter als gedacht. Und bei der GoPro ist oft das Problem, dass der Akku dann abkackt. Und das war eben heute Morgen mein Problem. Der Fisch kam im Prinzip kurz nach dem Aufstehen. Ich dachte eigentlich auch, es passiert nichts mehr. Ich hatte nicht mehr das beste Gefühl. Und das ist wirklich ein geiler Fisch hier aus dem kleinen Fluss. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Da ist er. Schöner Fisch. Und ja, das Abspannen mit Deadfloat funktioniert auch bei weniger Strömung. Insbesondere das Abspannen mit Deadfloat. Bisher hatten wir ja immer das U-Posenfischen mit Deadfloat thematisiert. Es war jetzt zwar nur eine Aktion, deswegen kann ich auch nicht sagen, es funktioniert super gut. Aber es funktioniert. Hier ist der Beweis. So, an dieser Stelle sage ich dann einfach auch Ciao. Ich muss mich trocken machen, muss den Fisch versorgen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte
ein Like für das Video da. Vergesst auf keinen Fall den Black Cat Kanal zu abonnieren. Betätigt die Glocke, dann seid ihr up to date, wenn auf dem Black Cat Kanal was Neues kommt. Ansonsten geht angeln, benutzt das Deadflow, das funktioniert sehr gut. Bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.